Christus, Passegen. Ein herzliches Grüß Gott auch unserem Pfarrer, Magister Bernhard Rohrmoser. Ein Gruß unseren Abgeordneten zum Nationalrat, Kammerpräsident Franz Essel, geschätzte Landtagsabgeordnete Bürgermeister Manfred Zampel und Peter Pfeifenberger, sehr geschätzte ehemalige Justizministerin Dr. Claudia Panitto-Ortner, liebe Bürgermeisterkollegen, aber ein besonderer Gruß unseren Tourismusverbandsobmännern Egon Setzlager aus Damsweg und natürlich Eigner Sebastian Junior aus St. Andreas. Geschätzte Fest- und Ehrengäste, über Jahrhunderte schlummerte im idyllischen Passeckenwald ein Schneewittchenschlaf. Und es wurde von der Obrigkeit vergessen, diese gruselige Schauplatz aus dem 16. und 17. Jahrhundert zu beseitigen. Die Aufgabe des Vereins besteht, diesen Kulturweg zu erhalten und in den nächsten Jahren immer wieder zu ergänzen. Der Zeitreiseweg sollte die Kinder im 16. und 17. Jahrhundert versetzen und so die Lebensgewohnheiten und Umstände und das Verständnis der damaligen Zeit näher bringen. Ich bin jetzt schon dankbar, dass die ehemalige Justizministerin Dr. Claudia Panitto-Ortner die Festrede zur weltlichen Gerichtsbarkeit aus der damaligen Zeit hält. Ich wünsche, dass der Verein zur Errichtung des Richtstättenweges und zu dessen Erhaltung viele Jahre ein derartiges Publikumsinteresse behalten wird. Und ich gratuliere den Tourismusverantwortlichen und den Gemeinden zu diesem tollen Ergebnis. Alles Gute für die Zukunft. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du bist und wir freuen mich schon auf deine Segnung, die ist überall bei uns her. Schneidige Musikanten, vergeht's gut, dass ihr so gut aufgespielt habt, so auf den zur Eröffnung von den Richtweg und ein recht schöner Dank, dass ein Tempo auf Durchschnitt der Gäste, die hinterbei nachgehend angepasst haben. Liebe Ehrengäste, geschätzte Damen und Herren, der Herrgott hat in unserer Natur heute das schönste Konto gelegt, was es überhaupt gibt. Am blauen Himmel, softe, kleine Wiesen, einen wunderbaren Ausblick, besser kann es uns gar nicht gehen. Wie ich heute hergefahren bin da auf St. André, haben uns schon so richtig eingestimmt, meine Gattin und ich. Zuerst sind wir bei Schloss Mosern vorbeigegangen. 1256 ist das erste Mal urkundlich erwähnt. Und es wisst alle, der Anton Heidelmeier bei uns besser bekannt als Schürgen Tone hat da sein Unwesen drin. Dann fährst du weiter durch unsere schöne Heimat und kommst von Burg Mautendorf vorbei. Im 13. Jahrhundert errichtet oder erstmals urkundlich erwähnt. Aber da ist sehr ein schöner Zugang. Die Fürsterzbischöfe haben da sind seine Urlaubstage und die Sommerresidenzen verbracht. Heute der Wehrturm, 44 Meter hoch und der Erlebnis für Jung und Alt, wenn du das anschaust. In Schloss Mosern war ein Pfleggericht. Der Richter, den nannte man damals Pfleger. Das war sozusagen der Vorfahre von meinem Papa und der Vorfahre von der Elvira Zehetner. Also der Pfleger amtierte damals am Pfleggericht Mosheim. Der Gerichtsbezirk selber war in drei Schrannen aufgeteilt, in Bruckdorf, Tamsweg und St. Michael. Aber es gab auch eine Sondergerichtsbarkeit, nämlich des Salzburger Domkapitels. Und diese Sonderzuständigkeit bestand zum Beispiel für Mautendorf, für Zwenk, Weißbriach, Görriach, Mur und Kendelbruck. Außerdem gab es einen Marktrichter in Damsweg, in St. Michael und in Mautendorf und einen sogenannten Bergrichter auf der Freiung in Ramenstein. Der Pfleger von Mosheim, also der Richter in Mosheim, war aber für gewisse Delikte immer zuständig, die sich im Lungau zugetragen haben, nämlich für die sogenannten Malefizverbrechen. Was ist denn ein Malefizverbrechen? Also damals glaubte man, dass wenn jemand ein kriminelles Verhalten an den Tag gelegt hat, dass nicht nur der gestraft werden muss, sondern dass man generell Vorkehrungen treffen muss, damit Gott nicht Rache übt an der Bevölkerung. Man hat nämlich geglaubt, durch eine kriminelle Tat wird auch Gott beleidigt und daher musste man den Verbrecher schon deswegen sehr, sehr streng, also meistens mit dem Tode bestrafen. Was fiel denn zum Beispiel darunter unter diese Verbrechen? Also Gotteslästerung natürlich war ein Malefizverbrechen, aber auch Verbrechen wie die Verbreitung von Schmähschriften, Fälschungsdelikte wie Münzfälscherei, Unzuchtsdelikte nicht zu vergessen wie Sodomie, Inzest, Homosexualität, Vergewaltigung, Ehebruch,
Also heutzutage wird man wahrscheinlich nicht so viele Leute da sitzen, weil da wären schon einige von uns nicht mehr unter uns. Unterstützt wurde der Pfleger von Moosheim von den sogenannten Gerichtsdienern oder damals genannt von den Schergen. Die haben sozusagen auch die Kriminalpolizei gespielt, unter Anführungszeichen. Sie waren aber Kriminalpolizei schlechthin, war der sogenannte Schergentoni. Wir haben heute schon von ihm gehört. Der war aus Bayern und hat hier sozusagen gearbeitet von 1748 bis 1775. Wer jetzt ein Malefizverbrechen begangen hat, der musste sich einem Inquisitionsverfahren unterziehen. Und das war so eine Art Vorverfahren, so eine Art Voruntersuchung. Der Pfleger im Moosheim war sozusagen der Untersuchungsrichter, würde man heute sagen. Er hat die Weisungen und Dinkel auszuzumühlen. Ja, ja. Du hast erst mit Lehmschlemme tränkt und drüber gelegt, dann habe ich einmal so eine Kuppel, nicht? Die Form. Und dann kommt Schicht für Schicht Lehm drauf. Ja. Den Lehm kann man halt treten. Wie viele Schichten noch so? Ja, das waren so in etwa 7 Schichten. Und dann da treten oder wie lange? Bitte? Dann wieder da treten lassen. Ja, ja, das geht immer nur so 2 Schichten maximal und dann, ja, und muss man es wieder treten lassen. Ich hab die immer als meinen kleinen Bruder gesehen, der vor 12 Jahren im Winter verhungert ist. Ich hab mir gedacht, an dir kann ich es besser machen. Siehst du, wo wir gelandet sind? Geh, verschwind dich auf der Stadt heraus! Lass ihn ruhen! Sei du still, dir hat keiner gefragt. Also hätten wir es geschafft. Ja, sicher. Jetzt kennt uns das ganze Land. Jetzt red keiner mehr von Zaubererjackel. Jetzt kennt jeder nur die Geschichte von Kretzenjörgel! Und von mir! Bei uns allen! Ja! Wart's nur! Bis wir von dort draußen sind! Ja! Zaubererjörgel, schau oben auf mich! Ich bin auf dem Boden, ich bin zu wach, bin ins Gespiel! Ohne einmal weiter! Und ich weiß nicht, wo ich... Joachim! Weiter! Grädenecker! Weiter, Alter! 4 Wochen! Ich hab nach dem Alter gefragt! Nach 4 Wochen! Schau, wir haben eine Verhandlung, also sagt er mir sein Alter, wie alt bist du? 4 Wochen! Aus den Aussagen, die der Anzeige zugrunde liegen, bist du 16 Jahre alt! Na, 4 Wochen! Na gut, lassen wir das! Kannst du mir vielleicht etwas über diese Bettlerhochzeit erzählen? Welche Hochzeit? Die war doch vor 4 Wochen. Ich glaub doch ja nicht, dass er mir mit dem davon kommt. Wir haben schon ganz andere wie ihn weich bekommen. Du hast eine Möglichkeit, indem du mit uns zusammenarbeitest. Also, was war bei dieser Hochzeit? 4 Wochen. Glaubt, er kann uns hier auf den Arm nehmen? Wir bringen ihn zu sprechen. Wir haben unsere Mittel, also. 4 was Wochen. Was war bei dieser Hochzeit? 4 Wochen. Was war bei dieser Hochzeit? 4 Wochen. Bringt ihn weg. 4 Wochen. Den Gastball bitte. Noch so eine Gestalt. Warum hältst du ihn? Kann er nicht selber gehen? Na, er kann nicht allein gehen, Herr Richter. Aber reden kann er wohl, ja? Mein Gott. Wenn es ja ist, dann nickt er mit dem Kopf und bei Nein schüttelt er den Kopf. Hast du mich verstanden? Man nennt ihn den Geist Paul Rüppel, ist das richtig? Ja. Macht's dir was aus, wenn ich dich einfach Rüppel nenne? Oh, ich bin sauer. Ja?
Es steht hier, dass er 12 Jahre alt ist. Stimmt das? 12 Jahre alt und er war bei dieser Hochzeit dabei? Ja, und da hast du sicher alle gekannt, die dabei waren. Stimmt das? Nein, da hat er nicht alle gekannt. Wem hat er denn nicht gekannt? Den, der vielleicht die Hochzeit gemacht hat. Den Priester, ja? War das vielleicht der Teufel? Ach, beruhigt er sich doch. Wir sind ja gleich fertig. Es ist nicht leicht mit dir, Geist Paul Rüppel. Schau mich an. Vielleicht kann er doch sprechen. Vielleicht hat er ihn gekannt, den Leibhaftigen, der dort die Hochzeit gemacht hat. Was hat er gesagt? So sprich doch, spricht er doch! Vater unser Himmel, heil Name. Vater unser Himmel. Vater unser ist Blasphemie! Das sind weg! Das sind weg! Das ist Blasphemie! Rüppel! Der Spitzreiter als letzten. Delikventen. Was muss man sich da antun? Lauter Abschaum. Du wärst der Spitzreiter bei dieser Hochzeit. Das bin ich. Und man hat auch einen bestimmten Namen für dich, deine Kameraden, so wie du aussiehst. Kretzenjagel. Ruf es mir! Kretzenjörgel! Braucht man dir nur ins Gesicht zu schauen? Bist vor Gericht kein ungeschriebenes Blatt, du Kretzenjörgel! Was? Ja, ja. Was? Man kennt doch die Margarete Trattnerinsch, oder? Die Bettlergretel. Die Bettlergretel, ja, wie hier steht, soll eine Hex sein! Eine ganz Hex! Sicher nicht! Aber sicher! Wir werden ganz andere Seiten aufziehen ganz mit euch! Sicher nicht! Aber sicher schon! Eine Hexe seid ihr! Gut, ja. Sind weg! Ihr werdet alle brennen! Aufgrund der oben genannten Anschuldigungen folgendes Urteil: Die Abdeckerstochter Eva Bestel und die Bettlerin Sophie Kahnerin werden wegen Geringfügigkeit der Vergehen umgehend auf freien Fuß gesetzt. Die restlichen Angeklagten werden für schuldig befunden und somit sollen ihre Köpfe vom Leib durch das Fallbeil abgetrennt und der Leib anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Mama, was denn hier? Da oben, ja, nicht.